Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Es gibt ein neues Point Release von Ubuntu 22.04. Ja, in der Version 2 als Point-Version. Was hat sich geändert im Vergleich zu vorher? Ja, wir haben jetzt einen standardmäßigen Kernel von 5.19. Und wer das Ganze mit Tuxedo OS benutzt, hat sogar die Version 6. Das kann ich mal eben ganz kurz demonstrieren, indem ich mal eingebe uname-a. Hätten wir sogar 6.1, das müssen wir jetzt hier einmal korrigieren. LSB Release-a. Das Ganze bei Ubuntu 04.2 LTS. Was gibt es sonst noch Neues zu berichten? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich dieses Video abstarte, und ist zwar die Erneuerung in Nautilus. Wir schauen uns mal den Nautilus an. Und was fällt euch auf? Was kann man sehen? Ja, es ist endlich wieder da. Die UseTree-Funktion gibt es wieder. Ich habe vor etlichen Wochen ja mal ein Video gepostet, was ich Buggy genannt habe. Dem ist nicht mehr so. Hier gibt es nämlich ein Update, was es vorher in der Form nicht gab. Und zwar ganz einfach unter Einstellungen kann man jetzt auch unter anderem Ordner vor Dateien anzeigen, ausklappbare Ordner in Listenansicht. Das wäre jetzt diese Funktion. Ich mache das mal eben weg. So wäre es praktisch so wieder wie vorher, sage ich mal. Und hiermit hätten wir die UseTree-Funktion. Zumindest hieß sie früher so. Verknüpfung erstellen. Dauerhaftes Löschen kann man aktivieren. Und hier unten, ich meine, das wäre auch neu. Beschriftung. In der Symbolansicht Sicht kann man hier dementsprechend auch noch mal etwas einstellen. Ich meine, das wäre auch eine neue Funktion. Aber die wesentlichen Funktionen, die sind auf jeden Fall hier oben, die das Arbeiten mit Nautilus jetzt noch richtig Spaß machen. Ich teste mal eben, ob die Funktion F3 funktioniert. Nein, die funktioniert leider noch nicht. Das wäre dann die geteilte Ansicht. Wenn die F3-Funktion noch in den Nautilus hineinkommt, ja, dann wären wir auf den Stand von 2010. Also damals gab es diese Funktion noch, UseTree, also diese Baumansicht und die geteilte Ansicht. Und aus irgendwelchen Gründen, ich glaube mit Gnome 3 oder so, ist es dann verschwunden seit etlichen Jahren. Und genau, Nautilus holt auf jeden Fall auf. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. So, was gibt es sonst noch Neues zu berichten zum Point Release oder zum zweiten Point Release? Brand New Hardware Enablement Stack HWE, was das auch immer heißt, da muss ich leider passen. Updated Linux Graphic Drivers, das klingt doch schon mal sehr gut. Also ja, was mir noch aufgefallen ist, schaut mal her, das gibt es noch, wie man hier erkennen kann, gibt es jetzt mittlerweile auch eine 3D-Fensterfunktion, wie früher bei Compiz, sodass die Fenster jetzt hier dementsprechend auch so ein bisschen ja, versetzt oder abgehoben sind. Das finde ich auch sehr gut. Gnome liegt jetzt in der Version 42.5 vor, LibreOffice 7.3. Oh ja, da machen wir mal auch mal sofort einen Test. Da gab es ja jetzt auch eine Verschlechterung. Mal gucken, ob das gefixt wurde. Gebe mal hier ein Nummer, sollte eigentlich auch schon reichen. Dann geben wir mal hier irgendwelche Werte ein. So, ich mache das mal ganz mal ein bisschen größer, damit man das besser erkennt. Wenn ich jetzt hier auf Filter drücke, soweit so gut, das kennt jeder, ne? Jetzt war das so bei der letzten Version, dass ich hier kein Suchfeld habe. Ah, es ist wieder da. Dieses Suchfeld hier, Elemente suchen, das war verschwunden. Jetzt ist es wieder da und ich kann dementsprechend die Filter setzen, indem ich jetzt hier auch etwas eingebe. Genau, das war verschwunden gewesen. Jetzt ist es wieder da. Prima. Das müsste jetzt hier die Version 7.3.7.2 sein. Firefox, gut, benutze ich jetzt selber nicht, in der Version 110. Und was noch immer ist, Wayland ist buggy. Ich bin jetzt hier wieder nach wie vor unter X11 drin. Wir geben mal ein inxi minus fz. Mal kurz gucken, wo wir hier sind. Genau, ich habe wie gesagt ein Tuxedo mit X11 in der Version 1.21.1.3. Ich meine, das wäre auch ein kleines Update. Bash in der Version 3.3.13.
Was wäre noch interessant? Genau, und hier steht auch nochmal, der Kernel Tuxedo OS hat die Version 6.1. Das Ganze ist auch nachzulesen auf der Seite OMG von Ubuntu. Hier stehen auch nochmal die Informationen drin. Und natürlich auf der Ubuntu-Seite selbst gibt es auch nochmal ein paar Informationen zu diesem Update. Java liegt in der Version 11.0.17 vor. Ich meine, das wäre ein Versionssprung von 0.16 auf 0.17. Also auch hier gibt es ein kleines Update zu vermerken. Ansonsten hat sich nicht sehr viel verändert. Ich kann zumindest jetzt hier nicht mehr feststellen. Auf jeden Fall hat das Point Release ein paar interessante Updates bekommen und das finde ich gut. Ubuntu ist nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Ja, ich hoffe mal, das bleibt so. Und ich bin mal gespannt auf das nächste Point Release, das höchstwahrscheinlich im August herauskommen wird. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! Das ist auch noch die alte Version. Was ist das denn?